Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 20. Juli 2024 besprechen und wir verschaffen uns als allererstes einen groben Gesamtüberblick darüber, wo aktuell die Offensive der Russen läuft und an welchen Stellen aktuell nicht so viel los ist. Und wenn ihr die Videos jeden Tag guckt, dann wisst ihr natürlich, dass seit einigen Wochen, gar Monaten in der Region Cherson so gut wie gar nichts passiert. Wir hatten einige Truppenverschiebungen entlang dieses Gebietes. Jedoch ist da nichts passiert, was Geländegewinne angeht oder was Offensivaktionen angeht. Das gleiche können wir beobachten in der Region Saporoschia, kurz nach dem Fall von Rabotine, nachdem die Russen dieses Dorf wieder zurückerobert hatten, nachdem sie es verloren hatten im letzten Jahr bei der großen Sommeroffensive der ukrainischen Streitkräfte. Haben wir eigentlich gar nichts mehr gesehen. Die einzigen aktiven Gegenden, welche wir haben, reichen von Vuhledar bis Kharkiv. Und dann fangen wir jetzt auch direkt im Süden an mit dem Frontbericht, was alles heute geschehen ist. Und die ersten Meldungen haben wir aus der Richtung Vuhledar. Und ja, es ist nicht ganz eine Meldung. Und zwar möchte ich hier auf etwas aufmerksam machen, was uns hier aufgefallen ist. Und zwar hier in der Mine, welche sich zwischen Vuhledar und Wodjane befindet, haben wir die erste FPV-Drohnenaufnahme der Russen gesehen, wie hier vor allem das ukrainische Equipment, da die gepanzerten Fahrzeuge, die Panzer etc. hier angegriffen werden. Das haben wir hier aus der Mine noch gar nicht gesehen. Die einzigen Drohnenaufnahmen, welche aus diesem Gebiet kamen, waren Angriffe von den Russen auf die Kommunikationssysteme der Ukrainer. Und jetzt greifen die Russen vermehrt vor allem das Equipment an, was auch nochmal mehr darauf hindeutet, dass die Russen aktuell einen ziemlichen Fokus auf Vuhledar, so wie Wodjane, hatten und haben. Kurz nach dem Vorstoß, welcher sich über mehrere Kilometer erstreckt hat in Richtung Wodjan und Wolodar, sehen wir, dass die Russen auch an den anderen Frontabschnitten vorrücken. Dies bestätigen unter anderem auch ukrainische Quellen. Dieser Frontabschnitt wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall ziemlich bedeutend werden für den gesamten Frontbericht. Da bin ich mir sicher aktuell aufgrund der ganzen Meldungen, welche wir hatten. Auch passieren diese ganzen Vorstöße kurz nach dem Treffen, nachdem der Gerasimov in Russland war und die ganzen Generäle und Kommandeure in diesem Gebiet hier besucht hat und mit denen einigen ein Plan auch geschmiedet hat, höchstwahrscheinlich, denen den strategischen Plan vorgestellt hat, wie jetzt zu agieren ist. Kurz darauf sehen wir diese Offensiven. Also wird das schon etwas Größeres sein, was wir in diesem Gebiet hier sehen. Dann in der Richtung Nowa Michailowka-Konstantiniwka haben wir nichts erhalten. Wir wissen, dass aktuell Kämpfe stattfinden am Rande von Paraskavivka. Hier versuchen die Ukrainer die Stellungen zu halten und die Russen auch. Und die Russen haben in den vergangenen Wochen aus dem Osten versucht anzugreifen, sowie aus dem Süden versucht anzugreifen. Jedoch waren die Angriffe allem Anschein nach ohne jeglichen Erfolg. Und jetzt brauchen die Russen aktuell die Truppen allem Anschein nach woanders. In der Richtung Marinka kriegen wir mit, dass die Russen entlang der Felder hier in den Westen vorrücken wollen. Ein Video zeigt, wie die Russen es probiert haben, diese zwei Stellungen der Ukraine einzunehmen. Ich markiere die einmal, damit man das so besser sieht. Also genau diese zwei Strongholds, diese zwei Stellungen der Ukrainer. Jedoch ist der Angriff der Russen gescheitert und die ganzen gepanzerten Fahrzeuge konnten nach den Informationen aus dem Video, welche wir entnehmen konnten, zerstört werden. Also war das ein erfolgloser Angriff in dieser Richtung. In Richtung Krasnagarivka sieht das schon ein bisschen anders aus. Wir haben die Karte um einiges angepasst. Und hier haben wir ein Video erhalten. Ich erkläre mal die ganze Situation von Anfang an. Und zwar kam ein Video raus, wie ein russischer Panzer entlang der Kalinowa-Straße hier in den Norden hochgefahren ist, einige Schüsse abgegeben hat entlang der Nakhimowa-Straße und dann wieder in den Süden abgerückt ist. Also haben wir die Karte dementsprechend angepasst und auch mit Hilfe anderer Meldungen, vor allem pro-ukrainischer Meldungen auch, haben wir die Karte jetzt so angepasst, dass das ganze Gebiet, welches doppelt rot markiert ist, als neuer Geländegewinn auf unserer Karte markiert ist. Es ist zu beachten, dass das ein ziemlich schneller Durchbruch der Russen war in diesem Gebiet. Und dort wird es nicht viele Stellungskämpfe gegeben haben. Die Russen werden hier wahrscheinlich mit einigen gepanzerten Fahrzeugen vorgerückt sein, irgendwelche Stellungen hier im nördlichen Teil, eventuell entlang der Kalinowa-Straße, hier eingenommen haben. Und es gibt natürlich dann noch Ukrainer, welche die ganze Situation nicht so mitbekommen haben oder vielleicht mitbekommen haben, aber nicht reagiert, die haben nicht reagiert oder konnten nicht reagieren. Und dementsprechend haben wir immer noch ganz viele ukrainische Soldaten, welche sich immer noch in dem russisch kontrollierten Gebiet befinden, vor allem in den Kellern. Und hier sind einige Häuser, hier kann man nicht mit Tausenden von Soldaten rumlaufen und jedes Haus gleichzeitig sichern. Das funktioniert nicht. Man kann nur eine begrenzte Anzahl von Soldaten in dieses Gebiet bringen, um halt keine Massenmorde dort zu veranstalten, wenn eine ukrainische Artilleriegranate einschlägt. Dann ist natürlich doof, wenn dann 50 Mann auf einem Fleck standen. Deswegen muss man die Truppen ziemlich verteilen auf diesem Gebiet. Und dementsprechend wird es jetzt erstmal noch weitere Feuergefechte geben, falls die Ukrainer, welche sich hier in den Kellern befinden, in den Stellungen, in den Schützengräben, welche eventuell auch hier gegraben wurden, in den Fuchshöhlen, wenn die sich halt wehren, wird es hier noch einige Schießereien geben, einige Kämpfe. Jedoch ist hier jetzt nichts mehr hier zu holen.
Wie komme ich auf diese Meldung, dass nichts mehr zu holen ist, dass die Ukrainer hier auf jeden Fall erstmal nichts machen werden? Und zwar ist ein Video veröffentlicht worden von einem ukrainischen Soldaten. Und normalerweise bringe ich solche Videos nicht, was solche Aussagen von Soldaten bringt, egal ob auf russischer oder auf ukrainischer Seite. Kriegsverbrechen, manche muss man halt ansprechen, aber so unter Soldaten machen wir das eigentlich nicht. Die Frage ist, wo fängt man an, wo hört man auf? Muss ich jetzt jedes Video zeigen, wo die Ukrainer wie Hunde an Metallketten an die Stellungen gekettet werden? Muss ich jedes Video zeigen, wo die Russen ihre Verwundeten erschießen? Das muss man nicht machen. Soll man auch nicht machen, meines Erachtens nach, weil das einfach hier im Frontbericht nichts zu tun hat und auch nicht zur Aufklärung der Gesamtsituation beibringt. Das Video ist aber spannend und zwar deswegen, dass der Soldat der 59. Brigade, welche sich hier in Krasnogorewka befindet und hier die Linien eigentlich halten soll, er nimmt ein Gespräch auf mit seinem Kommandanten, mit seinem Kommandeur, welcher ihn hier von A bis Z einmal durchbeleidigt hat und gesagt hat, er soll die Stellungen, die Soldaten hier sollen die Stellung halten, ansonsten bringt er sie alle um. Und ja, das sind wahrscheinlich normale Gespräche. Das mit dem Fluch, mit dem Beleidigen, das ist vor allem in der russischen Sprache. Nebenbei, die haben Russisch gesprochen hier im Video, nicht Ukrainisch. In der russischen Sprache generell im Krieg, die fluchen die ganze Zeit und beleidigen sich da dumm und dämlich. Das ist einfach so, darauf würde ich jetzt erstmal nicht so den Wert legen. Worauf ich Wert legen möchte, ist eher, dass der Soldat diese Aufnahme veröffentlicht, dass er das alles auf Video aufgenommen hat, wie er gezwungen wird, hier an den Stellungen zu halten, da ihm sonst halt ein Schießbefehl droht, wenn er die Stellungen verlässt von seinem Kommandeur. Und das beschreibt halt die kritische Lage kurz nach dem Vorstoß der Russen in Krasnagarivka. Die Ukrainer werden also doch angehalten, hier die Stellungen auf Biegen und Brechen zu halten. Ich hatte in einem anderen Video was anderes gesagt. Ich habe gesagt, die Ukrainer werden hier nicht den größten Widerstand leisten. Es gibt andere Richtungen, wo um jeden Meter, wo um jeden Zentimeter teilweise gekämpft werden muss und mit Menschenleben auch teilweise, ziemlich sicher sogar mit Menschenleben. Jedoch gibt es auch Momente, wo die Ukrainer sich eigentlich zurückziehen, weil man weiß, ja, es sind zu viele Russen, da ist zu viel Druck, das schaffen wir nicht zu halten. Und dann zieht man sich langsam zurück und evakuiert das Gebiet. Das beste Beispiel, was ich auch mal ranbringe für fehlerhafte Evakuierungen oder fehlgeschlagene Evakuierungen in Avdiivka. Also sehen wir in Krasnogorewka, die Situation ist ziemlich kritisch. Die Russen werden das höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen hier einnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit in so einem Tempo hier vorgeht, aber dennoch sehen wir, dass die Russen hier entlangkommen. Die Ukrainer werden auch ziemlich dicht besiedelt sein, also ziemlich wenig ukrainische Soldaten werden in diesem Gebiet stationiert sein, weil sehr viele, auch aus Krasnogorewka, auch aus der 59. Brigade, wurden in die Richtung Kharkiv verlegt. Dann gehen wir einmal in die Richtung Avdiivka und auch hier haben wir einige Veränderungen am Boden. Russische Mapper behaupten, dass die Russen nördlich von Waschod und nördlich von Jewgenivka entlang der Felder vorgerückt sind und bereits weite Teile eingenommen haben. Wir reden von einem Geländegewinn, welcher sich auf ungefähr diese Linie hier bezieht. Jedoch tun wir die meisten russischen und ukrainischen Berichte nicht auf die Karte. Wir haben da so zwei, welche wir nehmen, unter anderem die ukrainische Karte Deep State und den neutralen Mapper Syriac. Den markieren wir auch noch auf der Karte, weil die eigentlich in der Regel ganz gute Informationen haben, wenn die nicht zu spät kommen. Teilweise machen die auch Fehler, selbstverständlich, aber die sind eigentlich eine ganz gute Richtung, was Informationen vom Boden angeht. Ansonsten bestätigen auch die Ukrainer, dass Progress aktuell gefallen ist und die Russen das Dorf komplett einnehmen konnten. Dann zwischen Losowatzki und Nowalixandrivka, besser gesagt zwischen Losowatzki und Wojtyzenka, rücken die Russen auch aktuell entlang der Felder vor. Die anderen Mapper, unter anderem auch die ukrainischen, haben bereits weitere Geländegewinne der Russen hier ohne visuelle Bestätigung markiert. In der Richtung Turetsk und New York ist es auch weiterhin ziemlich aktiv. Gucken wir uns einmal die Richtung Alexandroupil an. Hier behaupten russische Quellen, dass die Russen auch hier aus dem Süden vorgerückt sind und Teile der Felder und einige Schützengräben sowie Fuchshöhlen hier gesichert haben mittlerweile. Also sehen wir kurz nach dem Vorstoß im Zentrum von New York und in einige Stadtteile, beispielsweise Pietrowskaja Gora, sind die Russen auch in anderen Frontabschnitten unterwegs und ja, da muss man gucken natürlich, wie viele Soldaten die Ukrainer in diesem Gebiet hier zur Verfügung hatten. Wir wussten, dass bisher nur eine Brigade in diesem Gebiet zuständig war. Später kam eine andere Brigade noch zur Verstärkung hinzu. Und ich meine, ein Spezialeinsatzkommando wurde auch noch in diese Richtung geschickt. Wenn ich mich recht erinnere, war es das Spezialeinsatzkommando Ljot, welches dem ukrainischen Militärgeheimdienst unterstellt ist. Und hier ist die Frage natürlich, wann die Front eventuell, ob die Front hier zusammenbrechen kann, wenn die Russen aus verschiedenen Richtungen massiven Druck ausüben. Die Russen haben es geschafft, in der Vergangenheit ziemlich viel Personal in dem Gebiet hier, vor allem auch in Golivka, unterzubringen. Und ohne dass die Aufklärungsdrohnen der Ukrainer das mitbekommen, haben sie Stück für Stück immer mehr Soldaten hier konzentriert und danach später den Angriff Richtung Turetsk angesetzt. Dieser kam ziemlich überraschend, auch für uns. Die Front war eigentlich eingefroren seit Monaten. Dort ist nichts passiert, also wirklich gar nichts. Und auf einmal sehen wir solche Vorstöße der Russen über Verteidigungslinien, welche seit 2014 bestehen. Ja, der Krieg in der Ukraine geht ein bisschen länger tatsächlich als jetzt 2,5 Jahre.
Und diesbezüglich gab es auch da schon Verteidigungsstellungen, weil es natürlich auch hier eine kleine Vorgeschichte gibt bezüglich den Verteidigungsstellungen. Also sehen wir, die Russen greifen Richtung Alexandroupol an. Bezüglich New York an sich haben wir keine Informationen. Jedoch wissen wir, dass die Kämpfe hier dennoch weitergehen, wo die Russen vorrücken konnten, wo die Ukrainer die Russen zurückschlagen konnten. Das ist uns aber aktuell nicht bekannt. Dann gibt Syriac Maps, also eine neutrale Quelle, bekannt, dass die Russen sich über dieses Terrikon mittlerweile hier gesichert haben. Und das war auch so eine ziemlich gut ausgebaute Stellung der Ukrainer. Viele Schützengräben, viele Anhöhen, viele Orte zum Verstecken. Und da haben wir eigentlich direkt, also die ukrainischen Map hatten dieses Gebiet auch schon viel, also vor einer Woche oder 2 Wochen schon als russisch gesichert markiert. Jedoch waren wir uns da ziemlich unsicher, haben das nicht gemacht, weil so schnell so eine Hochburg einzunehmen, das ist schon, ja, wie soll ich sagen, schon ziemlich unrealistisch. Aber wenn jetzt Syriac sagt, es wird eingenommen, dann ist es schon eher wahrscheinlicher nach den Wochen, welche jetzt bereits vergangen sind. Dann gucken wir einmal in Piwnichne rein und auch hier haben wir die Karte angepasst. Und zwar sieht es so aus, als hätten die Russen einen Großteil der Zitadelle der Hochhausgegend hier bereits gesichert. Und zwar wurde ein Video veröffentlicht von den Ukrainern, wo wir den Häuserkampf sehen. Wir sehen die Aufnahmen einer Kamera, welche an einem Helm befestigt wurde, wahrscheinlich von einer GoPro. Und hier sehen wir genau den Häuserkampf, wie er in der Wirklichkeit stattfindet. Und das Interessante an diesem Video ist natürlich nicht der Kampf, sondern wo die Ukrainer hergelaufen sind. Und zwar sind sie von dem Gebäude hier, von der Nummer 17 hier runter in die 20 gelaufen. Und später hat ein ukrainischer Soldat in diese Richtung, also in Richtung der Häuser, von wo sie gekommen sind, Schüsse abgegeben. Natürlich, um das russische Feuer aus dem Gebiet zu unterdrücken. Was halt heißt, dass die Russen sich dort befunden haben und bereits diese Häuser allem Anschein nach hier eingenommen haben. Also haben wir die Karte angepasst, eine Grauzone abgenommen, ein bisschen Grauzone reduziert, den Ukrainern dieses Gebäude hier auf der Karte gegeben, in Anführungszeichen, so natürlich nicht, aber halt auf der Karte angepasst und die Russen kontrollieren allem Anschein nach die ganzen Hochhäuser, welche sich nördlich und östlich von diesem Gebäude hier aus befinden. Ansonsten wird Toretsk weiterhin ziemlich stark bombardiert, sehr viele Videos werden veröffentlicht, welche wir geolokalisieren konnten, wie die zeigen, wie die russischen Artilleriegranaten in den ukrainischen Stellungen einschlagen. Auch was zu beachten ist, es ist eine weitere FAB-3000-Gleitbombe in Toretsk eingeschlagen. Das müsste jetzt die zweite oder dritte sein. Also kurz nach Lipzi, wo die FAB-3000 getestet wurde, wo sie angepasst wurde, wo die Berechnungen nachgezogen wurden. Also wo man halt geguckt hat, dort gab es ja Probleme erstmal mit der Genauigkeit. Die FAB ist 10, 20, 30 Meter daneben geflogen, daneben eingeschlagen und jetzt kurz danach, wo die Russen das Problem in den Griff bekommen haben, besser gesagt, die Tests vorbei waren, sehen wir diese FAB jetzt auch an den anderen Richtungen, beispielsweise in der Richtung Donetsk und hier jetzt wiederholt zum wiederholten Male in Toretsk. Ist natürlich ein riesiger psychologischer Faktor. Das trägt dazu bei, dass ich der Meinung bin, dass in dieser Richtung eventuell die Russen durchbrechen werden und einen größeren Durchbruch haben werden und eventuell pro Tag dann beispielsweise einen Kilometer durchgehen, weil die Ukraine einfach nicht damit gerechnet haben, mit diesen ganzen russischen Soldaten, welche hier konzentriert wurden, plus die FAB 3000, welche einen massiven psychologischen Effekt hat auf die Soldaten. Wenn man weiß, dass so eine 3-Tonnen-Bombe, 3,3-Tonnen-Bombe gleich jeden Moment auf einen draufkommen kann oder neben einen draufkommen kann, was natürlich auch ausreicht aus 40, 50 Metern, dass da die Organe platzen. Das macht viel aus und dann überlegt man es sich zweimal als frisch mobilisierter Soldat, ob man jetzt diese Stellung hält oder ob man nicht in die Stellung hinter einem zurückgeht. Aber das wird sich die Zeit zeigen. Vielleicht werden die Ukrainer auch aus der Richtung Kharkiv hier viele Soldaten abziehen und in dieses Gebiet hier verlegen, um die Situation zu stabilisieren. Als die Russen in Kharkiv Richtung Kharkiv angegriffen haben, haben die Ukrainer es ja auch geschafft, in Kharkiv die Situation zu stabilisieren. Also müssten sie es ja rein theoretisch auch in diesem Gebiet hier machen können. Jedoch sehen wir, dass der Fokus der Ukraine aktuell eher im Norden ist als in Richtung Turetsk. In Richtung Chasavyar ist es immer noch unklar, ob die Russen tatsächlich hier bis ins Zentrum von Chasavyar durchgebrochen sind. Wir kriegen drumherum Bombardierungen mit FPV-Drohneinschlägen, aber nichts aus dem Zentrum, was irgendwie Aufschluss darüber geben könnte. Dann haben die Ukrainer auch bestätigt, dass Rasdolivka bereits von den Russen eingenommen wurde. Dies ist aber bereits einige Tage schon her. Und kurz nach der Einnahme von Ivano-Darivka haben wir jetzt auch keine weiteren Informationen erhalten. Hier sind die Russen gestern einige Kilometer in den Norden vorgestoßen und konnten das Dorf Ivano-Darivka einnehmen in einer Sturmoperation. Dann gucken wir in den Kremenaer Wald und auch hier konnten die Ukrainer von der 12. Brigade Azov weitere Geländegewinne verzeichnen.
Und wir sehen, dass sie hier weiter in den Osten vorrücken. Dies haben wir bestätigt bekommen durch eine russische Artilleriegranate, welche wir hier geolokalisieren konnten. Das war eigentlich abzusehen, dass die Ukrainer dieses Gebiet hier einnehmen. Ich bin mir sogar sicher, dass sie das seit einigen Wochen bereits eingenommen haben, nur dass wir jetzt die Information kriegen. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir in den vergangenen Wochen teilweise immer mal wieder Einschläge von russischen Artilleriegranaten und FPV-Drohnen auf ukrainische Soldaten in diesem Gebiet hier gesehen haben, was ich hier einmal markiert habe. Und hier haben die Ukrainer die Stellungen gehalten und wir wissen, dass die Russen Bielogorowka eingenommen haben. Also müssten sie sich ja theoretisch in einer Art Kesselsituation hier befinden. Die müssten eigentlich arge Probleme haben, aber irgendwie haben wir ja trotzdem Munition, Essen, Zigaretten bekommen. Also muss es irgendwo eine Route entlang des Donetsk-Flusses hier gegeben haben, wo die Ukrainer sich Nachschub bringen konnten. Und das ist meines Erachtens nach ziemlich wahrscheinlich hier durch den Wald passiert und dieser Wald ist seit einigen Wochen bereits unter ukrainischer Kontrolle. Dann in der Richtung Liman sehen wir auch weitere Aktivitäten der Russen und zwar in, ach entschuldigt bitte, und zwar in südlich von Mjassar-Zharivka sollen die Russen Andreevka, das ukrainische Dorf Andreevka, eingenommen haben. Dies kriegen wir bestätigt durch eine russische FPV-Drohnenaufnahme. Hier bombardieren die Ukrainer, ach entschuldigt, eine ukrainische FPV-Drohnenaufnahme. Das Wetter macht mir auch zu schaffen hier in Westdeutschland. Es ist ziemlich warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich komme da gar nicht klar auf diese ganze Hitze. Ich bin so ein Wintermensch, aber das nur nebenbei angemerkt. Die Aufnahmen zeigen, dass die Russen auf jeden Fall Andreevka aktuell komplett gesichert haben und eingenommen haben. Diese Meldungen haben wir vor einigen Wochen bereits mehrmals erhalten, aber jedoch scheinen die falsch gewesen zu sein und erst jetzt kriegen wir die Bestätigung, dass das Dorf der Ukrainer hier gefallen ist. Auch ein weiteres Dorf, was jetzt ziemlich wahrscheinlich gefallen ist, ist Pischane, das südliche Pischane. Ihr wisst, da gibt es ein nördliches Pischane, was ein bisschen kleiner ist als das südliche Pischane. Zwei Dörfer, die nebeneinander liegen und genau gleich heißen. Das ist natürlich optimal hier für die Lagebeschreibung. Und hier kriegen wir auch Videos mit, welche zeigen, dass die Russen das gesamte Gebiet mittlerweile hier eingenommen hatten. Wir hatten Meldungen, dass die Russen südlich alles eingenommen hatten. So schien es auch. Und jetzt von einem auf den anderen Tag kriegen wir die Meldung, dass die Russen das gesamte Dorf hier eingenommen haben. Aus welcher Richtung, wie, was, wo, das können wir aktuell nicht sagen. Dort fehlen einfach die Informationen. Ansonsten wird generell das Gebiet weiterhin ziemlich stark mit den FAB 250, 500er und 1500er Gleitbomben bombardiert. Sehr viele Einschläge auf ukrainische Stellungen entlang des Flusses, welcher sich hier befindet. Und es scheint so, als würden die Russen weiter in den Westen vorrücken wollen. Wir gucken uns einmal an, bis wohin die Russen potenziell vorrücken wollen würden. Und das begründe ich euch auch sofort. Und zwar, wenn wir einmal uns nochmal zurückerinnern an den Friedensplan, welcher der russische Präsident Wladimir Putin vorgeschlagen hat. Dort ging es darum, dass bestimmte Oblasten abgetreten werden, unter anderem Cherson, also hier Cherson, Saporizhia, Donetsk. Und in der Richtung Kupjansk sollte nichts abgetreten werden, weil die Russen aktuell dieses gesamte Gebiet hier kontrollieren. Und hier müssten die Russen sogar einige Meter zurückgehen. Und zwar bis zu dieser Linie, wie ihr sie auf der Karte sieht, mussten die Russen theoretisch nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihrem eigenen Friedensplan hier die Truppen abziehen. Jedoch wurde dieser Plan nicht angenommen, wie ich finde auch zu erwarten war, haben die Ukrainer das nicht angenommen. Die Ukrainer wollen das Gebiet auf jeden Fall halten. Die wollen auch nichts abgeben. Die Krim wollen sie auch noch zurückhaben. Also sind die Verhandlungen da so gut wie sinnlos. Und die Russen werden bis zu diesem Fluss vorrücken, um natürlich eine Pufferzone, eine Art Pufferzone einzurichten. Für die Gebiete auch ist das ziemlich nah an der russischen Grenze und der Fluss wäre natürlich optimal dafür, hier bis zum Fluss vorzurücken, um eine Pufferzone auf dem Gebiet zu schaffen, weil das wird natürlich den potenzielle Angriffe der Ukraine in das Gebiet hier ziemlich erschweren. Ansonsten wäre es das auch aus der Richtung Pischane und wir kommen in die Region Kharkiv aus Glubokaja. Ich kann mal direkt sagen, also für die gesamte Region Kharkiv haben wir keine Videobeweise, kein Bildmaterial, was irgendwas belegt. Das sei mal direkt gesagt. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Quelle der russischen Gruppe Norden. Das ist die Armee, der Armeekorpus, welcher in diesem Gebiet hier operiert. Und laut den Russen, laut den eigenen Angaben der Russen, haben die Russen das Gebiet, welches die Ukrainer vor einigen Tagen hier eingenommen haben, wieder zurückerobert bei Gegenangriffen. Und auch sollen die Russen in Wowtschansk in der Zitadelle zwei weitere Häuser eingenommen haben. Das sind die Informationen, die die Russen bekannt gegeben haben. Bestätigen können wir diese nicht, widerlegen auch nicht. Und was wir generell in Wowtschansk sehen, ist, die Bombardierungen sind ziemlich heftig. Die Zitadelle wird hier im südlichen und im östlichen Teil weiter mit den FAB-Bomben bombardiert. TOS-1A-Systeme greifen die ukrainischen Stellungen im südlichen Teil an und auch im Osten finden vermehrt Bombardierungen statt. Wo auch ein Fokus drauf gelegt werden müsste, wäre Tychy. Wir können uns ja alleine diesen Monat angucken, wie viele Bomben in Tychy eingeschlagen sind. Hier haben wir auf jeden Fall
eine ziemliche Konzentration von Angriffen. Hier werden die Ukrainer ziemlich viele Truppen verlegt haben, um hier natürlich auch die Stellungen zu halten und um weitere Offensivaktionen hier eventuell in den Westen voranzutreiben, um die Offensive in Wowchansk, welche die Ukraine aktuell haben, dort zu unterstützen. Warum sage ich Offensive? Und zwar, die Russen haben das Gebiet teilweise eingenommen und die Ukrainer wollen auf jeden Fall die Russen hier vertreiben. Die wollen nicht nur den südlichen Teil von Wowchansk halten, die wollen komplett Wowchansk zurück. Diesen PR-Sieg möchten sie haben, auch wenn das jetzt militärisch nicht das Sinnvollste wäre, mal angenommen. Hier auf Biegen und Brechen unter herben Verlusten den nördlichen Teil von Wowchansk zu halten. Man kann die Russen auch hier beispielsweise bis zu dem Wowchansk-Fluss kommen lassen können, sich hier eingraben und danach die Russen nicht rüberlassen können. Das ist natürlich auch möglich. Die Ukrainer wollen das nicht. Hat natürlich auch politische Gründe. Und auch ohne die Situation hätte ich gesagt, es hat politische Gründe und zwar durch die ganzen Truppenverlegungen, welche in dieses Gebiet hier stattgefunden haben von den Ukrainern. Es ist einfach nicht anders zu sagen. Es ist auch politisch gewollt, dass die Russen hier zurückgehalten werden und dass hier die Gegenangriffe der Ukrainer laufen und wie gesagt unter herbem Personalverlust, welcher hier stattfindet. Des Weiteren sehen wir, dass die Russen weiterhin auch arg hier die Truppen verstärken mit modernisierten Panzern. Hier sehen wir den T-62M mit diesen ganzen Gittern drauf, natürlich um die FPV-Drohnen abzuwehren. Ist jetzt nicht die größte Panzerung, aber scheint jetzt für die Russen am effektivsten zu sein, sonst würden sie das so nicht an die Front schicken, nehme ich mal an. Der Mangal, also dieser stark geschützte Panzer, hat sich jetzt nicht so stark durchgesetzt. Den haben wir einige Male hier an der Front gesehen, aber auch von Berichten, in Berichten liest man jetzt eher weniger von diesem Mangal. Der war halt ziemlich unbeweglich auch. Die Ukrainer haben das tatsächlich auch nachgebaut und zwar mit einer Panzerhaubitze 2000 war das, glaube ich, mit einer deutschen. Dort haben sie genau das gleiche mit dem Mangal gemacht, überall Blech draufgehauen und dann diese Stäbe, die überall rausgucken, damit die Drohnen halt einen halben Meter vor der Panzerhaubitze detonieren und nicht explodieren und nicht halt direkt auf der Rüstung, sage ich mal, dort. War auch ganz spannend, habe ich jetzt leider vergessen, auf die Karte mit drauf zu nehmen. Gucken wir uns mal die politischen Meldungen an und hier gab es auch weitere Angriffe der Russen auf das ukrainische Territorium in der Nacht. 12 von 16 Shahid-Drohnen konnten abgefangen werden. Eine UAV, also eine Aufklärungsdrohne, allem Anschein nach wurde zerstört von den Ukrainern. Jedoch sind durchgekommen in die Ukraine und konnten hier Stellungen angreifen. Es ist aktuell noch unklar. Ich weiß, dass in Mirgorod etwas explodiert ist. Jedoch haben wir da nicht allzu viele Informationen. Deswegen werden wir das dann hoffentlich morgen besprechen, wenn weitere Informationen vorliegen. Auch soll der ukrainische Präsident mit Donald Trump gesprochen haben. Ich denke mal, es ist jetzt recht klar, dass Donald Trump ziemlich wahrscheinlich, nicht hundertprozentig, aber ziemlich wahrscheinlich der nächste amtierende Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und die Ukraine möchte natürlich jetzt schon vorzeitig Kontakt aufnehmen, schon mal die Verbindungen herstellen, ne, damit das alles einfacher ist, wenn Trump dann wirklich Präsident wieder wird. Und hier behauptet Zelensky, ein gutes Gespräch mit Trump gab zu haben. Hier möchte ich aber einmal einhaken und zwar, wie kann das denn ein gutes Gespräch sein, wenn Trump sagt, in 24 Stunden möchte er den Krieg beenden? Dieser Plan hat zu bedeuten, dass die Ukraine Territorium abgibt, welches ihnen völkerrechtlich gehört hat. Unter anderem, wie ich bereits erwähnt habe, die Oblast Cherson, Saporizhia, Donetsk, Luhansk, Richtung Kupjansk. Also da müssen die Ukrainer ein Fünftel ihres Landes abtreten und auch noch die Krim komplett vergessen. Das war eigentlich vergessen, bis der Krieg halt wieder angefangen hat. Und jetzt hat man halt wieder angefangen, ja, wir wollen die Krim auch zurück. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Widerspruch. Das Gespräch kann nicht gut gelaufen sein, wenn Trump abgeben will und Zelensky nicht abgeben will. Also dort ist ein riesen Haken an der ganzen Sache. Also da muss man gucken, wie man sich hier einigt. Die Lage kann natürlich drohen zu eskalieren. Trump kann die Ukraine weiterhin um einiges mehr bewaffnen, was natürlich die Lage mit Russland eskalieren will. Dort wird es auf jeden Fall um viel Ego gehen. Einmal um das Ego der Russen oder des russischen Präsidenten und das Ego der USA, besser gesagt des amerikanischen Präsidenten. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also Russland wird sich nicht klein machen wollen. Die Amerikaner werden sich nicht klein machen wollen. Ich denke, die Leidtragenden, und ich bin mir ziemlich sicher, die einzigen Leidtragenden, welche ihr Gesicht verlieren werden, am Ende des Tages, wenn Trump an die Macht kommt, ist die Ukraine und eventuell ein bisschen Europa, weil Europa fährt einen ziemlichen Pro-Ukraine-Kurs größtenteils, die meisten zumindest. Und ja, also das ist ein riesiger Konflikt, welcher jetzt gerade oder welcher bald bevorsteht, wenn Trump an die Macht kommt, was auch die ganzen Medien jetzt nicht so auf dem Schirm haben, wie ich finde. Schreibt mir gerne diesbezüglich eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wie wird sich die Situation entwickeln, wenn Trump an die Macht kommt? Wie wird sich die Situation in der Ukraine entwickeln? Was wird sich ändern? Werden noch mehr Waffen kommen? Werden weniger Waffen kommen? Was wird passieren?
dann noch eine Meldung, mit der wir das Video abschließen. Und zwar sind die Ungarn ziemlich sauer. Und zwar hat die Ukraine die Pipelines blockiert, welche durch die Ukraine Richtung Ungarn laufen. Die wurden jetzt blockiert. Unter anderem läuft eine durch Druzhba hier im Osten. Sollte vielleicht einigen bekannt sein. Und ja, die wird ja zugemacht auf Raten der Ukrainer. Und die Ungarn finden das gar nicht gut. Das kann natürlich auch diplomatische Folgen haben, diplomatische Probleme, Streitigkeiten, welche uns bald eventuell hier erwarten, dass der Orban auf Protestaktion geht. Und wir wissen, welche Position er jetzt gerade in der EU eingenommen hat. Also das kann auch ziemlich interessant werden, sagen wir es mal so, ohne hier jemanden verhöhnen zu wollen. Schreibt mir auch gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten wäre es das von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.